Ja, vielen Dank, Martin Hähne, für die freundlichen Worte und vielen Dank für die Einladung. Es ist ganz wunderbar, hier sein zu dürfen und zu diesem Thema zu sprechen. Ich habe hier ein Handout. Darauf stehen sämtliche Zitate, sämtliche längeren Zitate, die ich bringen werde zum Mitlesen. Fragen der Moraltheologie spielen im Werk Elizabeth Anscombes eine zentrale Rolle, wobei sie auf dem Boden eines robusten moralischen Realismus argumentiert. Ebenso wichtig sind Fragen der Religionsphilosophie, allen voran die Frage nach der Natur religiösen Glaubens, seiner rationalen Verantwortung und seinem Verhältnis zum Wissen. Umso auffälliger ist gerade für eine katholische Philosophin ihrer Generation die weitgehende Abwesenheit von Lehrsätzen, Argumenten und Problemdiskussionen aus dem Feld der natürlichen Theologie. Das unterscheidet sie deutlich von sehr vielen anderen prominenten katholischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, wie Jacques Maritain, Edith Stein, Joseph Pieper oder dem schon erwähnten Robert Spemann, deren Denken stark von der Neuscholastik und insbesondere vom Neutomismus geprägt ist. In dieser Auffälligkeit will ich im Folgenden nachgehen, zunächst in drei Schritten. Der erste Schritt liefert eine Arbeitsdefinition von natürlicher Theologie. Im zweiten Schritt will ich das Verhältnis Anscombes zur natürlichen Theologie versuchen zu beleuchten und im dritten und abschließenden Schritt dann allgemeiner Anscombes Verhältnis zur Metaphysik weiter untersuchen. Zunächst also natürliche Theologie. Als natürliche Theologie bezeichnet man eine Form des Nachdenkens über das Göttliche, die allein mit Mitteln des vernünftigen Nachdenkens, sola ratione, wie Anselm von Canterbury sich ausdrückt, versucht, sich Klarheit über die Existenz oder Nicht-Existenz Gottes oder der Götter, über göttliche Eigenschaften und die Beziehung zwischen dem Göttlichen und der Welt zu verschaffen. Mit Mitteln vernünftigen Nachdenkens heißt mit Argumenten, die möglichst klar formuliert sind und auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüfbar sein sollen. Bloße Autoritätsargumente sind für die natürliche Theologie ebenso wertlos wie die Berufung auf außerordentliche Erlebnisse oder starke subjektive Intuitionen, auch wenn beides heuristisch interessant sein kann. Eben deswegen kann natürliche Theologie, wenn sie sich nicht dem Vorwurf der Willkür und des Dogmatismus aussetzen will, keine logisch mögliche Position von vornherein ausschließen. Theismus und Atheismus sind gleichermaßen mögliche Positionsnamen in diesem Feld. Für den Theismus sind Monotheismus gleichermaßen prima facie legitim hinsichtlich der Gott-Welt-Beziehung, aber auch der Pantheismus, einschließlich des neuerdings sogenannten Panentheismus, aber auch ein Gott-Welt-Dualismus, sei es als Deismus, sei es ein häufig traditionell genannter Theismus. Bezüglich der göttlichen Eigenschaften ist ferner ein Optimismus, der Gott höchste Vollkommenheit zuschreibt, ebenso prima facie legitim wie ein Pessimismus, der Gott vollendete Bosheit und Schlechtigkeit zuschreibt, also eine extreme Form von Satanismus. Dass all diese Positionen aus Sicht der natürlichen Theologie legitim sind, heißt natürlich nicht, dass sie sich alle gleichermaßen gut argumentativ verteidigen lassen. Welche Positionen haltbar sind, welche überzeugen und welche sich im Gegenteil als unplausibel oder gar unbegründbar erweisen, das muss die vernünftige Untersuchung zeigen. Möglich erscheint es aber auch, dass sich die Fragen der natürlichen Theologie nicht oder nur wesentlich unvollständig beantworten lassen, was einem weitgehenden Agnostizismus als letztes Wort nahelegen würde. Neben dem Göttlichen sind der Ursprung der Welt und die Natur der menschlichen Seele ebenfalls höchst relevante Themen der natürlichen Theologie. Meist geht man aber davon aus, dass eine überzeugende Antwort auf die Frage nach Gott oder dem Göttlichen auch Licht auf die Fragen nach dem Prinzip des Universums, Schöpfung oder Ungeschaffenheit, der Art seiner Entstehung und Entwicklung, planvoll und willentlich oder zufällig und chaotisch,
sowie nach der Beschaffenheit der Seele, materiell oder immateriell, sterblich oder unsterblich, werfen wird. Metaphysische Kosmologie und metaphysische Psychologie hängen also von der metaphysischen Theologie ab, so die Annahme. Natürliche Theologie ist deswegen eine rein philosophische Disziplin und konfessionell neutral. In der antiken griechischen Philosophie erlebte sie ihre erste Blütezeit, parallel dazu aber auch in den jüdischen Weisheitslehren des Alten Testaments. Der islamische Aristotelismus hat sie ebenso weiterentwickelt wie der christliche Neuplatonismus und später die aristotelisch geprägte christliche Scholastik. Verteidiger der christlichen Theologie wie Descartes oder Leibniz argumentieren ebenso auf ihrem Boden wie einige ihrer Kritiker, zum Beispiel Feuerbach. Ähnliches lässt sich für das jüdische Denken sagen, etwa Maimonides gegen Spinoza. Innerhalb dieser Traditionen hat die natürliche Theologie aber auch immer wieder scharfe Kritik von eher fideistisch orientierten religiösen Denkern provoziert, zum Beispiel von Blaise Pascal, Johann Heinrich Jacobi oder Sören Kierkegaard. Eine feste Stellung hat die natürliche Theologie aber dennoch vor allem in der katholischen Theologie und der davon geprägten Philosophie eingenommen. In der reformierten Theologie war ihr Status immer umstritten, während die lutherische Theologie sie sogar mehrheitlich ablehnt, gipfelnd im Kampf des orthodoxen Lutheranismus und des Pietismus gegen die sogenannte Schulmetaphysik Christian Wolffs im 18. Jahrhundert. Das ist nur auf den ersten Blick paradox, beharrt doch der Hauptstrom der katholischen Tradition ebenso wie Teile der reformierten Tradition auf der Intelligibilität und Rationalität des christlichen Glaubens, gipfelnd in der Festlegung des Ersten Vatikanischen Konzils, dass die Existenz Gottes allein aus Vernunft sicher gewusst werden kann. Hier wird davon ausgegangen, dass die natürliche Theologie einen offenbarungsgestützten Glauben nicht ersetzen kann, aber doch als dessen Stütze unabdingbar ist. Vor allem, um den Glauben vor Willkür und Irrationalität zu schützen. Das setzt voraus, dass zumindest wesentliche Teile dessen, was den christlichen Glauben ausmacht, im Prinzip auch beweisbar oder zumindest rational solide begründbar ist. Dieser Rationalismus galt lange Zeit als distinktives Merkmal katholischer Intellektualität. Sollte dieser Aspekt bei Ernst Comte fehlen, würde das eine Erklärung fordern. Und damit komme ich zur natürlichen Theologie bei Ernst Comte. Zunächst einmal können wir feststellen, dass Überlegungen zu Problemen der Moraltheologie und der angewandten Ethik bei Ernst Comte sehr viel breiteren Raum einnehmen als Stellungnahmen zu Fragen der natürlichen Theologie. Ihre Polemik gegen die moderne Moralphilosophie und insbesondere gegen den Konsequentialismus ist legendär, ebenso ihre Argumente gegen Abtreibung und künstliche Empfängnisverhütung, gegen nukleare Kriegführung, aber auch gegen bedingungslosen Pazifismus. Verglichen damit sind ihre Ausführungen zur Unsterblichkeit der Seele, zur Existenz Gottes und zu Gottes Allmacht und Güte nahezu marginal. Wichtiger als eine solche rein quantitative Betrachtung der Häufigkeit natürlich-theologischer Überlegungen im Werk Ernst Comtes ist aber deren Charakter. Die Mensch-Gott-Beziehung wird bei ihr vor allem aus ethischer Perspektive betrachtet, als letzter Fluchtpunkt einer auf ihr eigentliches Letztziel hin ausgerichteten menschlichen Lebensführung. Der Fluchtpunkt selbst aber, das heißt ein Leben in der ewigen Seligkeit, der Schau Gottes, wird kaum angesprochen. Mit Blick auf die Unsterblichkeit der Seele argumentiert Ernst Comte ebenfalls sehr zurückhaltend. Der Hauptpunkt ihrer Überlegung ist dort negativ. Sie warnt vor einer allzu naiven und unreflektierten Übernahme des Gedankens, dass die menschliche Seele geistig sei, den sie selbst für richtig, aber schwer zu begreifen hält. Vor allem weist sie die Rede von der Seele als einer immateriellen Substanz entschieden zurück. Der Terminus immateriell sei vielmehr rein prohibitiv zu verstehen. Die Seele ist kein Körper und hat keine körperlichen Teile. Eine positive Bestimmung dessen, was die Seele ihrer Natur nach ist, lasse sich daraus aber nicht herleiten.
das nachzulesen im Aufsatz Immortality of the Soul. Als aristotelische Naturalistin und gläubige Katholikin gleichermaßen weist sie den Gedanken einer körperlosen Seele vehement zurück. Zitat, nicht auf dem Handout: Temporal immortality of the soul without the body is empty of content. Ebenso wie ihr Ehemann Peter Gitsch lehnt sie die Idee der Reinkarnation als begrifflich verwirrt kategorisch ab. Eine positive Doktrin der Sterblichkeit oder Unsterblichkeit der Seele kann aus dieser doppelten Ablehnung aber nicht hervorgehen. Sehr zurückhaltend ist ferner ihr Umgang mit den Beweisen bzw. Argumenten für die Existenz Gottes, welche die traditionelle natürliche Theologie entwickelt hat. Sie selbst formuliert sehr sorgfältige Rekonstruktionen des kosmologischen Arguments bei Aristoteles und des sogenannten ontologischen Arguments bei Anselm von Canterbury. Ersteres in dem Kapitel zu Aristoteles im Buch The Philosophers, letzteres in dem Aufsatz ist Anselms Argument in Ontological. Ohne sich aber auf eine Diskussion der Geltung dieser Argumente einzulassen. Wichtiger ist es ihr offenbar, den Gedankengang dieser von ihr für bewunderten Denker für heutige analytisch geschulte Leser zugänglich zu machen und mögliche oder tatsächlich in der Literatur vertretene Missverständnisse auszuräumen. So interessiert sie sich bei Aristoteles vor allem für dessen These, dass Gott als ein unbewegter, immaterieller erster Beweger des Kosmos ein Intellekt sein muss. Ähnlich ist ihr Vorgehen im Umgang mit Anselm. Hauptziel ist es zu zeigen, dass Anselms Argument eben nicht ontologisch im üblichen Sinne ist. Im Zusammenhang damit beklagt sie ein Vorurteil der Philosophiegeschichtsschreibung, wonach Descartes Argument für die Existenz Gottes in der fünften Meditation eine verbesserte Formulierung von Anselms Argument sei. Dieses Vorurteil führt sie auf Leibniz zurück, der den Unterschied zwischen Anselm und Descartes verkannt habe. Descartes definiert Gott als ganz und gar vollkommenes Wesen und betrachtet Existenz als eine Vollkommenheit, woraus dann folgt, dass die Existenz Gottes aus dem Wesen folgt. Und daraus folgt eben, dass Gott notwendig existiert. Die zweite Prämisse dieses ontologischen Beweisversuchs ist und bleibt aber problematisch, nämlich die Prämisse, dass Existenz eine Vollkommenheit ist. Und damit ist der ganze Beweis problematisch. So Anscombe. Ihr zufolge resoniert Anselm aber ganz anders. Es gehe ihm nicht um die ontologische These, dass Gott existiert, sondern um die logische These, dass ein Widerspruch besteht zwischen dem Gedanken, dass der Terminus Gott definiert werden muss als etwas, über dem nichts Größeres gedacht werden kann, Anselms berühmte Formulierung, und dem Gedanken, dass einer solchen Entität womöglich keine denkunabhängige Existenz zukommt. Wer den ersten Gedanken bejaht, muss den zweiten Gedanken verneinen. Wie immer man dieses Argument bewertet, so ernst kommt, es handelt sich jedenfalls nicht um ein ontologisches Argument. Modern gesprochen, in Anscombes Lesart versucht Anselm nicht die Wahrheit, sondern zunächst einmal die Kohärenz oder Widerspruchsfreiheit des Theismus und die Inkohärenz oder Widersprüchlichkeit des Atheismus zu beweisen. Sein Proslogion, in dessen zweiten und dritten Kapitel das fragliche Argument enthalten ist, wäre damit weder ein ontologischer Gottesbeweis im landläufigen Sinn, noch eine spezielle Form des Gebets, wie Interpreten in der Nachfolge Karl Barths meinten, sondern eine Begriffsanalyse, wie sie auch in der analytischen Philosophie betrieben wird bzw. werden sollte. Weniger Geduld bringt Anscombe dagegen für Versuche auf, die Nicht-Existenz Gottes zu beweisen. Wobei das sogenannte Argument from Evil in der Regel eine Schlüsselrolle spielt. Dem Argument zufolge ist die Existenz eines allmächtigen, gütigen und allwissenden Schöpfers und Lenkers der Welt nicht mit der Tatsache vereinbar, dass es massive Übel in der Welt gibt. Daraus wird gefolgert, dass es einen solchen Schöpfer nicht geben kann.
Ernst Kamps erster Einwand gegen das Argument ist, dass es historisch uninformiert ist, weil es sich nicht mit dem tatsächlichen Gehalt des christlichen Glaubens auseinandersetzt. Das ist jetzt das erste Zitat auf dem Handout. Philosophers of this tradition hardly ever inquire what is actual Christian belief. They usually assume, for example, that an omnipotent deity, hier fehlt leider das Verb, ich bitte das zu entschuldigen, creates the best of all possible worlds, not knowing that the very idea of a world that none could be better is rejectable, was rejected by Aquinas, for example, as absurd. Ende des Zitats. Damit sagt Anscombe in der für sie charakteristischen Kürze zwei Dinge zugleich. Nämlich zum einen, dass christlicher Glaube nicht auf dem Gedanken einer bestmöglichen Welt beruht. Zum anderen auch, dass dieser Gedanke sogar absurd ist. Was den ersten Punkt betrifft. Der Theist Leibniz vertritt bekanntlich die These, dass Gott die beste aller möglichen Welten geschaffen hat, während der Atheist Schopenhauer zum Beispiel bestreitet, dass unsere Welt die beste aller möglichen Welten ist. Und Schopenhauer geht sogar so weit zu behaupten, dass wir in der schlechtesten aller möglichen Welten leben. Aber das muss uns hier nicht beschäftigen. Wichtig ist, dass das christliche Denken als solches diesen Gedanken nicht benötigt. Was es benötigt, ist der Gedanke, dass die Schöpfung gut ist. Nicht aber, dass sie in jeder Hinsicht gut ist oder gar optimal. Anscombes Verweis auf Thomas von Aquin bezieht sich vermutlich auf die Summa Theologiae, in der argumentiert wird, dass Gottes Güte nicht impliziert, dass alle Geschöpfe gleich gut und vollkommen sind, sondern lediglich, dass sie geeignet sind, ihren Beitrag zur Güte der Schöpfung als Ganze zu leisten. Diese Güte hängt davon ab, dass es in ihr eine geordnete Mannigfaltigkeit diverser Dinge gibt. Und diese Mannigfaltigkeit geht notwendig einher mit verschiedenen Graden von Güte und Vollkommenheit. Im Hinblick auf den zweiten Punkt, also die Frage der Absurdität dieses Gedankens, kann man aber fragen, warum der Gedanke einer bestmöglichen Welt absurd sein soll. Ist das nicht zu stark? Immerhin scheint die mögliche Weltensemantik, mit der Anscombe zweifellos vertraut war, doch recht erfolgreich mit diesem und ähnlichen Begriffen zu operieren. Und ich nehme an, dass Anscombe das nicht bestreiten würde. Der Einwand zielt wohl auf etwas anderes ab. Technisch gesehen werden mögliche Welten im Sinne der Modallogik von konsistenten Mengen von Propositionen beschrieben. Deren Bezug zur wirklichen Welt, in der wir leben, ist dafür nicht wesentlich. Philosophisch interessant sind zwar vor allem solche möglichen Welten, in der auch Gegenstände vorkommen, die es so auch in der Wirklichkeit existieren. Das erlaubt es dann, eine mögliche Welt als ein kontrafaktisches Szenario zu begreifen, dem wir Aufschlüsse über die wirkliche Welt entnehmen können. Aber mögliche Welten als solche müssen nicht mit der wirklichen Welt vergleichbar sein. Sie sind mögliche in einem logischen Sinne, das heißt in sich widerspruchsfreie Szenarien, die rein fiktiv sein können. Und das macht den Begriff einer bestmöglichen Welt problematisch. Und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens suggeriert der Begriff eines Optimums hier, dass es so etwas wie eine vollständige Übersicht über alle möglichen Welten geben kann, die es erlaubt, die beste von ihnen zu identifizieren. Die Liste möglicher Welten ist aber prinzipiell unabschließbar. Für einen allwissenden Gott mit unbegrenzter Erkenntnisfähigkeit mag das kein Problem sein, für uns Menschen aber sehr wohl. Wenn wir die Güte der wirklichen Welt mit der anderer möglicher Welten vergleichen wollen. Zweitens aber, und das ist der Haupteinwand, ist nicht klar, wie eine Welt überhaupt beschaffen sein muss, um als bestmöglich durchgehen zu können. Der atheistische Einwand unterstellt einfach, dass eine solche Welt keinerlei Übel enthalten darf. Aber Anscombe hält diese Annahme für naiv. Das ist das nächste Zitat. If the completeness of the universe is enhanced, if it includes material substances, it is enhanced by including things that perish. If perishing is an evil for what perishes, then the creator of the material world cannot be but a creator of constantly repeated evils, or lacks of the excellence of lasting.
Mein Schluss daran führt sie aus, dass sich analoge Überlegungen auch im Hinblick auf Infektionskrankheiten, Missbildungen und physische Leiden aller Art anstellen lassen. Das, was Leibniz physische Übel genannt hat, ist also für Ernst Comte ein unvermeidbarer Begleitumstand der Existenz einer materiellen Welt. Was Leibniz für moralische Übel, also die Sünden bzw. unmoralischen Handlungen von Menschen betrifft, so werden diese von Menschen freiwillig begangen. Sie können nicht Gott zugerechnet werden. Gott verursacht keine Sünden. Es wäre also ein seltsamer Akt der Exkulpation, wenn man die Schuld für das Böse Gott zuschieben wollte, anstatt den Menschen, die es in die Welt bringen. Aber indem Gott Wesen mit freiem Willen erschafft, lässt er die Möglichkeit des Bösen zu. Wenn Gott allmächtig ist, dann hätte er auch die Macht, den menschlichen Willen zum Guten zu determinieren. Was dann allerdings kein frei gewähltes Gutes mehr wäre. Darf Gott daher das Böse in der Welt zulassen oder sollte er es verhindern? So spitzt Ernst Comte dann das Problem zu. Ernst Comte argumentiert gegen Letzteres, gegen diese Formulierung, indem sie ausführt, dass man ohne Widerspruch sagen kann, dass Gottes weiser Ratschluss das Böse zulassen kann, obwohl er es als solches nicht will. Weil es das Böse als solches nicht geben sollte. Doch, dennoch kann es weise sein, es zuzulassen, weil und sofern dadurch ein Gutes in die Welt kommt, welches ohne das fragliche Böse nicht möglich gewesen wäre und welches dieses Böse bei weitem überwiegt. Ernst Comte nennt als Beispiel die Verurteilung und den Kreuzestod Jesu, die vollkommen ungerecht und verwerflich sind, aber von Jesus selbst in seiner göttlichen Güte und Weisheit hingenommen und ertragen werden, weil er nur so die Menschheit von der Sünde erlösen kann. Das ist alles in dem Aufsatz über Sünde, auf den ich mich hier vor allem beziehe. Man könnte aber stattdessen auch auf die Existenz des freien Willens als solchen verweisen, die aus Einsicht in das Gute und seine Attraktivität und damit freiwillig vollzogene Hinwendung zum Guten und Abwendung vom Bösen ist ein so hohes Gut, dass es schwerfällt zu argumentieren, dass eine vollkommen deterministische Welt besser sein könnte als eine Welt, in der das Gute frei gewählt werden kann. Das klingt nach Leibniz. Aber anders als Leibniz' Lösung des Theodizee-Problems beruht Ernst Comtes Lösung eben nicht auf der These, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben, da diese These aus ihrer Sicht sinnlos ist. Für sie genügt der Hinweis, dass die Welt so, wie sie ist, nicht schlecht ist, trotz der zahlreichen Übel und des Leids, die insbesondere wir Menschen durch unser unkluges und unmoralisches Handeln in die Welt bringen. Das ist sicher kein metaphysischer Beweis für die Güte der Schöpfung, wie ihn Leibniz anstrebt, sondern eher eine Zurechtweisung eines naiven Atheismus, der sich nicht intensiv genug über die Quellen der Übel in der Welt nachdenkt und der es auch versäumt, das Gute in der Welt angemessen zu würdigen. Insgesamt kann man feststellen, dass Ernst Comte Elemente der klassischen natürlichen Theologie aufnimmt und sich insbesondere mit Aristoteles, Anselm und Thomas von Aquin intensiv auseinandersetzt, daraus aber keine eigene Position in diesem Bereich entwickelt. Das wirft die Frage nach den Ursachen für diese Zurückhaltung auf. Und das bringt mich zu der allgemeineren Frage nach, abschließenden Frage nach Ernst Comtes Haltung zur Metaphysik. Eine erste Vermutung könnte sein, dass Ernst Comtes Distanz zur natürlichen Theologie mit der von ihr verwendeten Methode zusammenhängt. Der Philosophie der natürlichen Sprache oder Ordinary Language Philosophy. Diese wird ja gemeinhin wie die analytische Philosophie vor Kripke insgesamt als antimetaphysische Bewegung wahrgenommen, die sich auf reine Begriffsanalyse beschränkt und Aussagen über die Wirklichkeit den Kosmologen überlässt, wie es Nelson Goodman einmal ausgedrückt hat. Allerdings ist die Haltung insbesondere von Vertretern einer Philosophie der natürlichen Sprache zur Metaphysik sehr viel nuancierter, als es die programmatischen Äußerungen einiger ihrer Vertreter zunächst vermuten lassen. So ist einer der Hauptvertreter dieser Methode, Peter Strawson, mit dem Projekt einer deskriptiven Metaphysik bekannt geworden,
in der es darum geht, grundlegende Überzeugungen über das Sein und die Welt, in der wir leben, explizit zu machen. Und charakteristisch hier das nächste Zitat auf Ihrem Handout. For there is a massive central core of human thinking which has no history, no one recorded in history of thought. There are categories and concepts which in their most fundamental character change not at all. Obviously, these are not the specialties of the most refined thinking. And yet the indispensable core of the conceptual equipment of the most sophisticated human beings. It is with these, their interconnections, and the structure that they form that a descriptive metaphysics will be primarily concerned. End des Zitats. Die Grundidee dieses Projekts ist es also, dass jeder Sprecher einer natürlichen Sprache sehr grundlegende metaphysische Voraussetzungen macht. Meist ohne sich ihrer bewusst zu sein. Ohne die kein vernünftiger, sachhaltiger Gedanke über die Welt, in der wir uns bewegen und handeln, ausgedrückt werden kann. Nach Strawson handelt es sich dabei eben keineswegs um tiefsinnige oder besonders subtile Gedanken und Begriffe, sondern im Gegenteil um Gemeinplätze mit Bezug auf Dinge und Personen, physische und mentale Eigenschaften, über die Identität von Personen und Dingen über verschiedene Zeiten hinweg, über Handlungen und Absichten etc. Das meiste davon scheint uns häufig so trivial, dass wir geneigt sind, ihm keinerlei Beachtung zu schenken. Aber gerade ihre Nichtachtung kann uns zu unsinnigen oder widersprüchlichen philosophischen Gedanken verleiten. Strawson selbst erwähnt explizit die Prozessmetaphysik, also in der Tradition Whiteheads. Diese reduziert das Seiende insgesamt auf Ereignisse und Prozesse und verstößt damit gegen den metaphysischen Gemeinplatz, dass Prozesse und Ereignisse sich an Personen, Lebewesen oder Gegenständen vollziehen, die als Akteure oder Erleidende daran verwickelt sind. Das ist sicher ein bewusster Verstoß gegen Prinzipien der deskriptiven Metaphysik vom Standpunkt dessen, was Strawson revisionäre Metaphysik nennt. Was Prozessmetaphysiker dabei aber unterstellen, ist, dass sich Ereignisse und Prozesse als solche individuieren lassen. Das ist aber nicht der Fall, so Strawson. Prozesse lassen sich nicht ohne Nennung der Dinge voneinander unterscheiden, die in ihnen eine Rolle spielen. Das bestätigt den metaphysischen Vorrang der Kategorie des Gegenstandes oder aristotelisch gesprochen der Substanz vor den Kategorien des Ereignisses bzw. des Prozesses. Strawsons Werk hat einen großen Beitrag zur Rehabilitierung der Metaphysik in der analytischen Philosophie gespielt und insbesondere den Neo-Aristotelismus von David Wiggins über Philippa Foot und John McDowell bis hin zu Michael Thompson sehr stark beeinflusst. Über die Grenzen des Projekts der deskriptiven Metaphysik ist sich Strawson selbst allerdings im Klaren. Es geht darum, die innere Ordnung und Kohärenz unserer alltäglichen ontologischen Annahmen herauszuarbeiten. Dieses Projekt bleibt aber deskriptiv und wird nicht explanativ. Weder wird hier nach dem gesucht, was man im Aristotelismus die ersten Ursachen des Seienden nennt, noch geht es darum, die Theorie zu einer vollständigen allgemeinen Ontologie auszubauen. Vor allem aber ist schwer zu sehen, wie theologische Fragen Eingang in dieses Projekt finden sollten, da theologische Annahmen eben nicht zu den unhinterfragten Allgemeinplätzen unseres alltäglichen und wissenschaftlichen Denkens gehören und vielleicht auch nie gehört haben. Anscombe selbst hat sich meines Wissens nicht explizit zu diesem Projekt geäußert, aber wir können wohl eine gewisse Sympathie dafür unterstellen. Jedenfalls gehört der Hinweis auf zur Grammatik geronnenen Allgemeinplätzen unseres Denkens, Sprechens und Handelns zum Standardrepertoire ihres Denkens, auf das sie bei der Kritik an populären und oder philosophischen Irrtümern unserer Zeit in nahezu jedem ihrer Texte zurückgreift. Das sind nicht schon Elemente einer eigenen metaphysischen Doktrin, sondern vielmehr Deplausibilisierungen einleuchtend scheinender, aber problematischer Aussagen über Gott, uns Menschen und die Welt, in der wir leben. Wie bei Strawson ist der Nutzen einer solchen Argumentation zwischen Begriffsanalyse und Metaphysik im traditionellen Sinne eher kritisch als konstruktiv. Es geht nicht so sehr um das Finden einer wahren metaphysischen Theorie, sondern zunächst einmal um die Abwehr der Irrtümer, falschen Theorien
und desorientierenden Effekte, die sie haben. Das passt insgesamt gut zum therapeutischen Philosophieverständnis ihres Lehrers Wittgenstein, das unter anderem im philosophischen Quietismus John McDowells weiterlebt. Anscombe selbst hat allerdings Zeit ihres Lebens Versuche der Vereinnahmung Wittgensteins für das Projekt einer metaphysisch-deflationären Philosophie zurückgewiesen und unterscheidet strikt zwischen Wittgensteins Denken und dem der Wittgensteinianer, von dem sie sich in der Regel scharf distanziert. So weist sie die These zurück, die Spätphilosophie Wittgensteins sei behavioristisch und richte sich auf die Überwindung metaphysisch belasteter Begriffe wie Seele, Geist, mentaler Zustand oder Bewusstsein. Überhaupt hält sie den Eindruck für verfehlt, Wittgenstein sei ein Gegner der Metaphysik gewesen. Was sie an ihm bewundert, ist vielmehr der offene und explorative Charakter seines Denkens, gepaart mit dem Ernst und der Gewissenhaftigkeit seiner philosophischen Lebensführung. Streng genommen gäbe es daher keine festen wittgensteinschen Lehrmeinungen, die sich zu einer Doktrin namens Wittgensteinianismus ausbauen ließen. Und alle Versuche seiner Anhänger, genau dies zu tun, hält sie daher für verfehlt. Zitat nicht auf dem Handout. Predictions of what Wittgenstein would say about some question one thought of were never correct. Zitat Ende. Daher ist sie auch keineswegs einverstanden mit gängigen Versuchen, Wittgensteins Spätphilosophie zu einer antimetaphysischen Religionsphilosophie weiterzuentwickeln, wie man sie etwa bei Dezette Phillips finden kann in dem berühmten Buch The Concept of Prayer von 1965. Darin wird versucht, religiösen Glauben und religiöse Praxis rein expressiv zu deuten, als Ausdruck einer rein subjektiven Haltung oder gemeinschaftlich subjektiven Haltung zum eigenen Leben und zur Welt. Das religiöse Sprachspiel ist dieser Auffassung nach strikt von eigener Art und insbesondere vom Sprachspiel der Metaphysik und der Wissenschaft strikt zu unterscheiden. Auch für diesen Gedankengang als Lesart Wittgensteins bringt Anscombe nicht viel Geduld auf. Nächste Zitat. There is a movement in a sort of philosophy among those called Wittgenstein. A movement in which there is talk of the believer. Here it is possible that one might talk about belief in God as an attitude, not the sort of belief that can be called true or false, not like things in science. Now, such philosophers are not likely to favor speaking of God as existing. Ende des Zitats. Sie selbst macht dann deutlich, was sie von einer solchen Wittgensteinschen Religionsphilosophie hält, nämlich gar nichts. Diese Philosophie lässt nämlich die Dinge nicht so, wie sie sind, wie es Wittgenstein selbst fordert, weil sie eben das zentrale Element der Religion, den Glauben an den lebendigen Gott, leugnet und ignoriert. Deswegen hilft es auch nicht weiter, Anscombes Zurückhaltung gegenüber der natürlichen Theologie auf einen von Wittgenstein ausgehenden Fideismus unter seinen Schülern zurückzuführen, wie es manchmal geschieht. Es gibt zwar ein starkes fideistisches Element in Anscombes unerschütterlichem Bekenntnis zum katholischen Glauben, auch in dessen in der Moderne unpopulär gewordenen Aspekten und ihrem darauf beruhenden rigiden Moralismus. Aber zum festen Repertoire der meisten Formen von Fideismus gehört die Zurückweisung metaphysischer Spekulation im Allgemeinen und die Absage an jede natürliche Theologie im Besonderen. Und gerade davon lässt sich in Anscombes Schriften nichts finden. Und so bleibt noch eine letzte Hypothese zur Erklärung von Anscombes Abstinenz in Fragen der natürlichen Theologie. Könnte es sein, dass sie sich diesem Thema schlicht noch nicht gewachsen fühlte? Weil nach ihrem eigenen Urteil weder sie selbst noch die analytische Philosophie insgesamt bereits über die analytischen und konzeptuellen Mittel verfügte, um die klassischen Argumente der natürlichen Theologie auf ihre Geltung hin zu prüfen. Darauf deutet zumindest eine Bemerkung in einem Essay ihres Ehemanns Peter Gietsch hin. Das ist das letzte Zitat. There's a lot more hard logical work to be done in these areas. Gemeint sind kausale Argumente für die Existenz Gottes. But I hope I've said enough to show how empty the claim is that we know enough about the logic of causal propositions to see that there can be no causal deductive proof of God's existence.
It may even be rational, as I am inclined to think it is, to accept some such proof as valid before a satisfactory logical analysis has been worked out. Mathematical proofs were valid and rationally acceptable long before logicians could give a rigorous account of them. Zitat Ende. Geech führt hier aus, dass die moderne Logik den Begriff der Kausalität, den das scholastische Denken bis ins uns heute unzugänglich gewordene Details ausgearbeitet und ausdifferenziert hatte, vollkommen vernachlässigt hat. Insbesondere in der modernen mathematischen Logik kommt er schlicht nicht vor, weil er für mathematische Verhältnisse irrelevant ist. Daraus aber, wie Bertrand Russell, zu schließen, dass der Begriff der Kausalität schlechthin entbehrlich sei, ist aber mehr als voreilig. Und ein Urteil über die Gültigkeit oder Ungültigkeit eines kausalen Arguments für die Existenz Gottes, etwa bei Thomas von Aquin, steht uns Modernen nach Geech schlicht noch nicht zu. Auch wenn er selbst die starke Vermutung hat, dass einige dieser Argumente tatsächlich gültig sind. Es scheint nicht abwegig anzunehmen, dass Anscombe diese Stellungnahme unterstützen würde. Das aber hieße, dass die weitgehende Abwesenheit von natürlicher Theologie im Werk Anscombes keine Ablehnung derselben signalisiert, sondern im Gegenteil ihre Bescheidenheit und ihren Respekt davor. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus